Solavi, Solala, Olala. Ja. Also das Schöne finde ich, dass man als Konsument mitbekommt, woher sein Gemüse kommt und dass man auch manchmal die Gelegenheit hat, ein wenig mitzuarbeiten dabei und so überhaupt mal kennenlernt und auch erfährt, ja, was es bedeutet, Gemüse anzubauen, was es bedeutet, Landwirtschaft zu betreiben. Und man bekommt dann schon auch so eine Ehrfurcht davon, wie viel Arbeit da dahinter steckt, bis da so eine Karotte oder eine Zucchini oder eine Paprika, bis die fertig ist und dann schlussendlich bei mir am Teller landet.